ein Uraltstreit für Journalisten ist, der Streit zwischen Meinung, was auch Manipulation sein kann, und Nachricht, was so neutral wie möglich sein soll. Zur Meinung gehört auch, dass ein Autor seine Ansichten auf ein Bild oktroyiert, das gar nicht von ihm ist. So, die Aufzeichnung läuft. Wenn ihr im Studio soweit seid, sagt Bescheid, kann es losgehen. Die Schnelligkeit zwingt zu einer neuen Art von Berichterstattung. Man ist dabei versucht, sehr viel stärker mit Stimmungen zu arbeiten und mit allgemeinen Bemerkungen, weil man in der heiß aktuellen Situation ja noch nicht genau weiß, was sich wirklich abgespielt hat. Er hat nur eine Quelle, nämlich die Redaktion. Die andere Quelle wäre vor Ort. Da er aber selber über Bande spielt, kann er nicht absolut sicher sein, dass das, was er sagt, auch der Wahrheit entspricht. Also versucht man, Interviews zu machen mit Leuten, die davon betroffen waren. Das kann man aus dem Studio heraus sehr gut tun, aus so einer Situation zum Beispiel. Aber wenn man abwägt zwischen Wahrheit und Legende, muss man sich manchmal in Situationen begeben, die auch gefährlich sein können. Davor sollte kein Journalist und auch kein Fernsehjournalist zurückschrecken. Es gibt investigativen Journalismus, den ich sehr fördere und sehr mag. Und es gibt einen anderen, der unter einer Tarnkappe arbeitet. Unter der Rubrik "Der Zweck heiligt die Mittel", dass man eben über unlautere Methoden zu echten und guten Informationen kommt. Ich persönlich finde die verdeckte Annäherung, also die unter der Prämisse falscher Identität, falscher Person hergestellten Nachrichten, finde ich die falsche Methode. Na gut, es taucht ja immer wieder auch ein Zustand auf, wo eben der Journalismus etwas ans Tageslicht zerrt, was sonst verborgen geblieben wäre. Denken Sie mal an den Skandal jetzt, dass also Pferdefleisch als Kalbfleisch verkauft wird. Mit Sicherheit hat das auch irgendein Journalist aufgedeckt. Und da hat er wahrscheinlich auch der Gesellschaft einen Gefallen getan, weil das jetzt gleich zu einer neuerlichen Diskussion führt. Aber das passiert normalerweise im Fernsehen nicht, weil ja im Fernsehen diese Möglichkeiten gar nicht da sind. Da müsste man ja Bilder zeigen und das ist schwierig.